General! Herr! Du! Du! Auch noch dahin. Und dann mit der kleinen Armee dann noch. Wird auch noch fortgebildet und dann greifen wir da unten an. Schauen wir mal, wie viel wir noch da haben. 9 Runden, das ist ja noch in Ordnung. Das dauert 2 Runden. Wie viel sieht es hier mit der Bevölkerung aus? Ja, dann haben wir nächste Runde da auch was zum Bauen. Gut. Oh, wir machen Minus. Ja, ist klar, wegen der Fortbildung. Wir brauchen aber eine Armee, die angreift. Das ist alles. Imperator! Herr! Herr! Imperator! Imperator! General! Vorwärts! Und die uns da auch verteidigt. So. Imperator! Imperator! Dann können wir da schon mal vor. Schließe mich an! Und angreifen. So. Ihr könnt dabei aussteigen und in die Hauptstadt. Ihr werdet dann fortgebildet nächste Runde. Es wird hier gebaut. Der Rüstungsbauer. Dann bilden wir die Bogenschützen dort vor. Und hier, was kann man da fortbilden? So wegen Schmied. Das ist eine Fortbildung, die kostet nichts. So, und dann dürften wir hier. Ja, können wir dann bauen nächste Runde. Kleinstadt wächst, Aretium, Baubericht. Jawohl, Rekrutierungsbericht. Wurden fortgebildet, ist in Ordnung. Und hier kann ich dann nächste Runde das hier bauen mit 1300 Dinaren. Dann gehen wir jetzt wieder hier auf. Wir müssen ja wieder Gewinn machen. So, unsere Armee geht dann nach vorne. Was könnten wir dann machen? Und da vorne bauen wir aber einen Wachturm. Ja. Nächste Runde bitte. Stoß Tor. Bauen wir hier noch einen Turm. Baut einen Turm. Dann können wir ein bisschen mehr sehen. Dann wollte ich 1000 Dinaren. Ich heuer keine Söldner an. Das Einzige, was ich noch mache, ist hierher gehen. Jetzt reicht das Geld natürlich nicht. Dann werden wir hier die Kanalisation abkommandieren. Und dann können wir den Stadtteil der Palaster bauen. Können wir damit irgendwas mit 300 bauen? Nee. Aber ist soweit zu gut. Es wird hier noch gemacht. Stelle. Und dann da noch das. Ist in Ordnung. Rundbericht. Gut. Rekrutierungsbericht wieder fortgebildet. Okay. Ja. Dann. Nächste Runde bitte. Achso, übrigens, ich brauche noch eure Hilfe, bevor ich es vergesse. Und zwar, ich habe ja ein Video rausgehauen, welches Spiel ich mir kaufen soll. Jetzt habe ich noch dabei Battlefield 2 Complete Edition. Könnte ich mir auch noch kaufen. Kommt drauf an, wenn ihr es von mir sehen wollt, dann werde ich mir das noch holen. Ich möchte noch kurz hier. Seite vernichtet. Wollen wir die Schlacht führen, obwohl gegen 200. Ja, führen wir die Schlacht. So, das ist natürlich blöd gemacht, hätte ich zuerst die Informationen lesen sollen. Dabei trinke ich noch kurz was. Ich versuche jetzt immer die Schlacht selber zu führen. Hastati! Einheiten
Einheiten formieren. In der sortierten Doppelreihe könnt ihr einen Feind mit der ersten Reihe umzingeln und dann durch geschickten Einsatz der Reserve die schwächste oder stärkste Stelle verstärken. Die Einheiten werden wie in einer sortierten Reihenformation aufgestellt. Die meisten Fernkampfeinheiten flankeln standardmäßig. Dies bedeutet, dass sie den direkten Nahkampf den Feind mit dem Feind nicht umgehen und sich auf eine sichere Feuerdistanz begeben. Ihr solltet versuchen, ein paar Nahkampftruppen dicht hinter ihnen zu halten, sodass sie sich in Sicherheit begeben können, wenn der Feind naht. Ach, da habe ich die Galeere gesehen. Da oben sind sie. Ja, greifen wir doch mal an, ne? Das Ganze doch ein bisschen schneller. Und Business greift gleich an. Macht sie fertig. So, ich lasse meinen General immer hinten stehen, das ist so meine Taktik. Weil wenn der tot ist, dann bringt das uns auch nichts mehr. Das können wir uns leider nicht so detailliert anschauen, oder? Ach doch, können wir sogar. Wir haben schon welche verloren. Achso. Wir verlieren welche, weil die da ihre Blinker haben. Ah, da kommt man nicht so leicht hoch, ne? Was wird das jetzt? Ich will nur, dass er angreift. Ja, weil ich will ich doch gar nicht. Wenn ihr leichte Truppen einsetzt, um feindliche Bogenschützen zum Rückzug zu zwingen, geht acht, dass ihr sie nicht zu weit verfolgt. Ihr dürft nicht riskieren, dass eure Truppen in einen Kampf mit der gegnerischen Front verwickelt werden. Der feindliche General läuft davon. Nie sollte sich ein Anführer so verhalten. Seid vorsichtig damit, den Feind zu beschießen, während eure Truppen sich im Nahkampf befinden. Ihr riskiert damit, auch eure eigenen Männer auszulöschen. Lob sei den Göttern. Der feindliche General ist tot. Seine Männer wissen, dass sie kurz vor dem Untergang stehen. Ihr habt erstmals auf den Button Befehl zurücknehmen geklickt. Damit werden alle Befehle der gewählten Einheiten rückgängig gemacht und sie bleiben dort stehen, wo sie sind. Ihr könnt ihnen neue Befehle erteilen, doch mit diesem Button geht es schneller, wenn ihr wollt, dass sie sofort stoppen. Ja, ich weiß. Ja, ich habe übrigens meine Einstellungen geändert. Von Fraps her, ich nehme jetzt mit 20 FPS auf, da soll es auch flüssiger laufen und ich werde auch so rendern. Das zweite, wie gesagt, ich nehme meine Stimme mit Outer City auf und ja, ich bräuchte wie gesagt nochmal eure Meinung. Battlefield 2 Complete Edition, Cities X, Superman Commander 2, Star Wars Republic Command oder Saints Row 2. Bitte in die Kommentare schreiben, das wäre sehr wichtig, oder ihr schaut das Infovideo, was ich jetzt hier oben rechts verlinken werde. Der Feind zeigt ganz rum.
Schlacht beenden. Gut. Haben wir das mal gut, upsala, gut hinbekommen. Tut mir leid, das war mein Dings-Tastatur. Salkiten sind tot. Der Rundbericht sieht gut aus. Ariminium wächst. Ich habe Senatsposten erhalten als Zensor, Konsul und Edil. Ereignis, ich habe einen Diplomaten verloren, eine Familientragödie und ja, Dings hat noch was dazu bekommen. Ägypten und Pontus sind im Krieg und Bündnis ist gegen Ägypten und Parthien. Okay. Weg blockiert, das weiß ich. Weiteres Merkmal erlangt. Plus 2 Kommandant. Plus 3 Kommandant. Ja. Gut, dann könnte ich hier jetzt auch Dings Statthalterpalast bauen. Machen wir das doch mal. Das dauert noch 2 Runden. Ist in Ordnung. Bilden wir den noch fort. So. Jetzt kann ich hier schon wieder nichts bauen. Tut mir schrecklich leid. Gut, dann greifen wir dann nächste Runde an. Das ist ja nicht schlimm, was da drin ist. Gut, dann würde ich sagen, gibt noch irgendwas? Nee. Nächste Runde, bitte. Wir bekommen ja immer noch das Geld von den Karthagern. 850 Denaren jede Runde. 13 Runden lang. Das ist schon was. Gut. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wann ich angefangen habe mit Spielen. Naja. Dann haben wir mal 3 Ramböcke. Man kann nie wissen. Rundbericht. Ja, wir haben ja rote Zahl drin. Familientragödie. Die wurden fortgebildet. Jawohl. Krieg erklärt. Ägypten. Parthien. Haben sie doch eben erst Bündnis geschlossen. Da sieht man, den Ägyptern darf man nicht vertrauen. Dann können wir jetzt hier gleich schauen, was man da bauen kann. Und das steigert natürlich die Geldeinnahmen. Das ist gut, wenn wir das brauchen. Ist dann nächste Runde auch der Rüstungsbauer fertig, das ist gut. Diese gallische Kleinstadt machen wir dann, glaube ich, als nächstes fertig. Ja, dann gehen wir so systematisch. Dann hier oben ist noch eine. Hier und dann nach unten durch. Ja, das schaffen wir schon. Gut. Dann habe ich, glaube ich, nirgends was vergessen. Ich kann dich zurück in den Hafen holen. Und dann eventuell auch fortbilden. Jo, gut. Dann... Okay, nächste Runde. Dann bilden wir hier die 2 vor. Wieso haben wir dann nur so wenig Bevölkerung drin? Ja, das steigt schon. Da werden wir jetzt dann keine Einheiten mehr rekrutieren können, wegen der Bevölkerung. Da geht das. Achso, jetzt kann ich die einmal alle auf bessere Waffen fortbilden. Dann mache ich das doch. Weil wir da jetzt den Schmied haben. Gut. Sieht gut aus. Ist auch in Ordnung. Gut. Der ist nächste Runde auch fertig. Hier können wir jetzt eine Steinmauer und all sowas bauen. Okay. Unsere Hauptstadt, aber diese Runde schaffen wir das noch nicht. Das heißt, wir werden jetzt dann hier erstmal angreifen. Diese Schlacht werden wir natürlich auch wieder auf der Schlachtkarte austragen. Ja, und das Werk war vollendet. Homer. Automatisch für euch positioniert.
Die Einheit, die die Kontrolle übt,